was denn? Nee, weil es das Seepferdchen macht, nicht der Irrenverein, sondern das, ne? Deswegen ist es das Seepferdchen. That's it, guys. Yes. Hello, everyone. So let's eat again. For those who are watching me, thank you very much for all your support. God bless us all. And sana, tuloy-tuloy niyo akong supportahan. Thank you so much, everyone. God bless. So let's eat together. Join us. It's duck, fried duck and rice. That's it. Mama meldet Conny gleich an. Conny nimmt ein bisschen Wasser zur Platsche. Sei geduldig, wartet sie auf den ersten Schwimmtag. Bis dahin übt sie Schwimmen in der Badewanne. Endlich ist es soweit. Im Schwimmbad zieht Conny in einer Umkleidekabine ihren Badeanzug an. Mama pustet die Schwimmkugel auf und schließt die anderen Sachen in den Schrank ein. Dann gehen sie zu den Duschen, um sich mit Wasser abzubrausen. Nun steht Conny neben den anderen aufgeregten Kindern im, am Nichtschwimmerbecken. Der Schwimmlehrer Was heißt nicht am Nichtschwimmerbecken? Am Nichtschwimmerbecken. Das ist für kleine Kinder, die noch nicht schwimmen können. Das ist Wasser nicht so tief. Aber wenn ich zum Beispiel klein. Ja, du zum Beispiel, du bist ein Nichtschwimmer, du kannst auch nicht schwimmen. Und da darf das Wasser nicht so tief sein, ne? Das kannst du nicht schwimmen. Warum ist die Kombi da hingegangen? Weil die auch noch nicht schwimmen kann, das lernen wir jetzt erst. Wenn die das gelernt hat? Dann kann die auch im Tiefen schwimmen. Da schwimmen wir mal Tee, Malte und Esma begrüßen die Gruppe fröhlich. Malte erklärt, dass die Kinder in diesem Kurs keine Schwimmflügel brauchen. Mama nimmt die von Conny wieder mit und verabschiedet sie. Warum? Auch mal schwimmen. Warum? Das weiß ich nicht, das ist bei dem Kurs halt so. Mama nimmt die von Conny wieder mit und verabschiedet sich. Die Eltern warten draußen oder im Café. Die Kinder sollen sich erst einmal an den Beckenrand setzen und in den Wein strampeln. Das Wasser spritzt und alle werden nass. Die lachen. Jetzt dürfen sie ganz ins Wasser. Manche Kinder springen gleich hinein. Andere trauen sich nicht sofort. Erstmal zeigt ihnen, dass sie keine Angst haben müssen. Das Wasser im Nichtschwimmerbecken reicht den Kindern nur bis zur Brust. Weißt du, wie tief das dann ist? Nein. Wo ist deine Brust? Da, und das Wasser geht genau bis hierhin. Da muss man keine Angst haben. Ne? Conny läuft wie ein Storch und springt wie ein Frosch und pustet mit dem Gesicht unter Wasser wie ein Walross. Das macht Spaß. Ach, viel zu schnell ist die erste Stunde vorbei. Heute haben Esma und Malte Schwimmnudeln mitgebracht. Conny reitet auf ihrer Nudel mit einem Pony. Ich bin ein Seepferdchen, ruft sie. Doch schon flutscht die Nudel weg und von ihr fließt ins Wasser. Macht nichts, lacht sie und versucht es gleich noch einmal. Und was macht sie da? Sie steht auf der Nudel. Warum? Die machen halt wieder was anderes, ne? Ist die ein Pony? Nee, das ist die Freundin von der Pony. Die heißt die noch? Ich weiß nicht. Conny, die Freundin von der Pony heißt? Julia. Ja, so. Genau so heißt sie. Und warum? Aber wie? Und wenn die so steht, wenn die so steht, was ist sie dann für ein Tier? Ich weiß nicht, die übt halt auf der Schwimmnudel stehen. Die macht halt hier. Die reitet auf der Schwimmnudel. Und zuerst legen sich alle Kinder die Schwimmnudeln unter die Brust oder in den Nacken. So können sie flach im Wasser gleiten. In den folgenden Stunden lernen die Kinder erste Schwimmbewegungen, um im Wasser vorwärts zu kommen. Schwimmgürtel und Schwimmnudeln helfen, flach im Wasser zu liegen. Aber puh, das ist gar nicht so einfach, Arme und Beine gleichzeitig zu bewegen. Erstmal verteilen Schwimmblätter. Conny hält sich daran fest und übt erst einmal nur mit den Beinen.
bald geht es auch ganz ohne Hilfe. Am Ende jeder Stunde dürfen die Kinder im Wasser tauchen. Nach einer Weile kann Conny auch auf den Rückenstrecken schwimmen und sogar tauchen. Conny taucht unter das Schwimmbrett und durch einen Reifen. Und sie holt Ringe. Erst von den Treppenstufen, dann vom Beckenboden. Mit Julia taucht sie um die Wette. Wer bringt den Ring am schnellsten nach oben? Woher ist das Conny's Ring? Der Ring gehört dem Schwimmlehrer wahrscheinlich über dem Schwimmbad. Aber die Kinder tauchen halt danach. Und wer darf den zuerst machen? Wer holt den zuerst nach oben? Conny kann jetzt richtig gut tauchen und etwas schwimmen. Für das Seepferdchen muss sie aber noch eine ganze Bahn schaffen. Nacheinander springen die Kinder ins große Becken. Toll, das Platschwurm kommt. Als sie zur Wand hat, beschwimmt, gerät etwas Wasser in ihre Nase. Conny kommt aus dem Tank. Nicht so hastig, ganz ruhig, sagt Malte. Schon hat Conny die Treppe erreicht. Eine kurze Stunde später ist Conny ganz stolz. Sie schafft schon eine halbe Bahn im tiefen Becken zu schwimmen. Conny will aber noch mehr liegen. Aber woher ist der Schwimmlehrer? Conny will noch mehr üben, damit sie richtig Ein Hai taucht zwischen den Beinen durch. Und dann Papa staunt. Ist dieser der Schwimmlehrer? Nein, das ist der Papa. Taucht zwischen den Beinen durch. Aber wo ist der Schwimmlehrer? Der ist nicht mit, der ist mit dem Papa schwimmen gegangen. Und die Mama? Ich glaube, die ist nicht mit. Was? Ich weiß nicht, wo die ist. Warum ist sie nicht mit? Weiß ich doch nicht. Doch, beim Schwimmen kann er ihr noch gute Tipps geben. Vor allem zum richtigen Atmen und zur Bewegung der Beine. Bald schafft Conny immer längere Strecken. Allein ins Wasser darf sie aber trotzdem nicht. Aber Papa findet, dass Conny das schon richtig gut macht. Und spendiert den Eis auf der Liegepizza. Warum darf sie noch nicht alleine schwimmen? Wir können Schwimmabzeichen, dann darf man das nicht alleine schwimmen. Also ein Schwimmzeichen. Ja, die macht doch das Seepferdchen. Das ist ein Schwimmabzeichen. Seepferdchen. Macht die Conny das? Ja. Da übt sie früher. Also noch hat sie es nicht, aber die muss ja fleißig üben. Dann ist es endlich so. Genau, das ist der Schwimmlehrer. Der sieht auch so ein bisschen aus wie der Papa. Dann ist es endlich so weit. Julia und Conny und Julia wollen das Seepferdchen-Abzeichen machen. Als erstes schwimmen sie eine ganze Bahn durch das Liegebecken. Malte und Esma schauen genau, ob die beiden Mädchen alles richtig machen. Anschließend müssen sie noch einen Ring vom Boden des Nichtschwimmerbeckens holen und einmal vom Beckenrand ins Wasser sprengen. Dann haben sie es geschafft. Erschöpft, aber glücklich, nehmen Conny und Julia ihr Seepferdchen an den Ausweis und dem Seepferdchen auf Meer entgegen. Zu Hause bringt Mama das Seepferdchenzeichen gleich an Connys Vater anzumachen. Conny ist ganz stolz. Sie will fleißig weiter üben und bald das Freischwimmerabzeichen machen. Ende. Welches können wir jetzt üben? Musst du mal eins suchen. Mama, mach Platz. Mach hier, Platz. Hier. Ich weiß auch. Bye, thank you for watching. Du weißt nicht?